Hast du da was? Passt es vom Ausdruck her, das Alter, und es ist die Ähnlichkeit, ohne dass es jetzt nur fotografisch wirkt. Wenn ich zeichne, ist das für mich eine Art eine Auseinandersetzung, um überhaupt von mir eigentlich wegzukommen, hin zum Motiv oder zum Modell. Viele sehen das genau andersrum. Die würden sagen, ich muss alles aus mich herausbringen. Und für mich ist es eher, ich muss mich loslassen. Und dann über das Zeichnen studiere ich das Modell, lerne es kennen, entdecke es, sehe die Besonderheiten. Und meistens erst so nach der dritten, vierten Zeichnung, vielleicht auch erst ein paar Tage später, lebt dann wirklich ein gewisser Ausdruck drin, in dem, was von dem Modell selber kommt. Und das wäre so meine Art des Arbeitens, dass ich sozusagen das Motiv selber sprechen lasse und versuche, das dann wieder hineinzulegen.